um den Missionslog einzusehen, öffne einfach das Inventar und so weiter. Ist schon okay, aber jetzt schauen wir uns natürlich erstmal in unserer neuen Basis um. Reden mit den beiden Leuten, die da hinten noch rumstehen. Wir haben hier noch Kisten zu plündern, so viel zu tun. Reden wir mal mit unserem Hauptcomputer nochmal. Auf dem Terminal werden Informationen über die Basissysteme angezeigt. Alles scheint normal zu sein. Die Sicherheitssysteme untersuchen. Laut dem Statusbericht ist momentan alles normal. Die Option zur Einsicht alter Sicherheitsalarme zeigt derart viele an, dass es gar nicht auf dem Bildschirm Platz hat. Ah, wenn wir jetzt Nerdkram hätten. Mensch. Alte Sicherheitsprotokolle lesen. Protokolldaten auf Archivserver gesichert. Laut den Statusberichten ist momentan alles normal. Die Option zur Einsicht alter Sicherheitsalarme zeigt derart viele, dass sie nicht auf den Bildschirm passten. Zurück zum Startmenü. Vom Terminal zurücktreten. Na dann, schauen wir uns erstmal um, was wir hier noch so finden. Oh, ein volles, oder weiß ich gar nicht, auf jeden Fall eine Speerrüstung. Eine Schrottrüstung. Nicht schlecht, benötigt Stärke 3. In diesem massiven Anzug ist es nicht ein Fünkchen. Habt ihr das gerade gehört? Was sind das für Geräusche? Die machen mir ein bisschen Angst. Hat sich angehört wie ein Bär, Monster, mutierter Bär. Naja, in dieses massive... In dieses massiven Anzug ist nicht ein Fünkchen Kunstverständnis eingeflossen. Nur Schichten über Schichten geschmiedeten Altmetalls. Er ist schwer und hässlich, aber darin fühlt man sich ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Schrotthosen. Eines dieser Beine war definitiv mal ein Gasherd. Na dann. Ein großer Behälter mit Splittergranaten, Schlagring aus Messing, Schrotpatronen, Geld, Schrott und Taschendetektor, Rüstungsmod. Auf eine Brustpanzerung montiert. Unterstützt diese kleine Box medizinische Behandlung mit komplexen Daten zu Vitalfunktionen. Rüstungsmodifizierung 1 brauchen wir hier. Brauchen wir erst jemanden, der das kann. Ein Schreibtisch. Na, was los? Geld und eine Blechdose. Geld und ein Spielzeugauto. Geld und ein Zigarettenstummel. Schlossknacken 2. Eine alte Zeitschrift. Ein Wissensbuch. Aha. Dieses Tagebuch. Ich dachte, es ist eine alte Zeitschrift. Dieses Tagebuch hat einen holographischen Plastikeinband, auf dem ein Flugzeug zu sehen ist, das je nach Winkel rotiert oder kippt. Auf der Innenseite des Einbands steht Tagebuch von Al Bleu. Oder so. Leere Dose Aquanet. Keine schlechte Frisur, nur schlechte Luft. Verstehe ich nicht. Funkrauschen. So, jetzt passt auf. Ich glaube nämlich, dass wir hier unserem Fernkämpfer definitiv aufgrund seiner hohen Stärke problemlos die schwere Rüstung anziehen können. Und die ist, Ich wollte das da machen. Und die ist, glaube ich, besser als die, die wir jetzt haben. Die Schrottrüstung ist besser, genau. Und Hosen hat er eh noch nicht. Dann kriegt der jetzt mal eine komplette Schrottrüstung. Und hier unser Nahkämpfer hat schon eine Speerrüstung. Genau, okay. Rangers, come talk to me when you've got a moment. We'll discuss. Good job, Rangers. Nice to be able to hear ourselves think again. And now that it's quiet enough to talk, let me reintroduce you to the great Sergei Gretzky, who's going to be helping you with personnel.
Hi again, Rangers. Damn sorry about your people. But now that you're here, we'll do what we can to get you back on your feet and find you some new recruits, just like the Patriarch promised you. And I already got you one of the best. Meet Marcelo Gonzalez, electronics wizard, radio technician, and former dispatcher for the Marshals. He'll be your radio operator. Howdy, Rangers. While you were dealing with the alarms, I took the liberty of installing a combat AI in your vehicle. Should help you out. If you want to chat, I'll be in the operations room getting things up and running. Should be more recruits arriving soon. Ready to tell me how you want to fill out your squad? Ranger rekrutieren. Redet mit Sergeant Gretzky, um neue Ranger für deinen Trupp zu engagieren. Dein Trupp kann bis zu 6 Mitglieder umfassen. Nicht mehr als 4 können Ranger sein. Ah ja, genau, okay. Die anderen beiden Plätze können von Begleitern wie Marshall Kwon, oder wie man den ausspricht, besetzt werden. Begleiter sind einzigartige NPCs, die keine offiziellen Ranger sind, aber trotzdem helfen können. Auf deiner Reise durch Colorado wirst du viele Begleiter treffen. Okay, bevor wir zu all dem kommen, haben wir ein paar Fragen. Fragen sind immer gut. Of course, ask away. Können du und Kaun uns mehr über euch erzählen? Well. Well, Sergei won't blow his own horn, so I'll do it for him. He's Colorado's greatest war hero. Fought by the Patriarch's side from the beginning and saved the old man's life about 100 times, right, Sergei? 75. Tops. Now, let me tell you about Mr. Slick here. Nobody knows the streets and alleys of Colorado Springs, or the people that live there, better than Dashing Darius Kwon. You're too kind, Sergei. Ihr zwei habt euch freiwillig hierfür gemeldet? Yeah, I was getting a little itchy doing the same old in the Marshals. And retirement was driving me stir crazy. Just sitting around listening to the paint peel. I jumped at the chance to help you folks out. Ihr scheint beide furchtbar begierig darauf zu sein, eure Gruppe einer Gruppe unbekannter Außenseiter zu helfen. Warum seid ihr wirklich hier? That's no lie that I've been looking to leave the Marshals, but you're right. That's not the whole story. The Patriarch asked me to keep an eye on you, so here I am. And I am truly sick of retirement. But yeah, I'm doing the Patriarch a favor too. Genau, im Grunde sind sie Spione. Also, was heißt Spione? Das ist ein bisschen hart gesagt. Ich würde sagen, Nannies, Aufpasser. Was hat denn der Funker da vorher eigentlich gerade gesagt von wegen Kampf-KI, das er in unser Fahrzeug eingebaut hat? What? Gonzalez? He's a whiz with stuff like that. The AI will allow you to give the vehicle orders in combat without having to be inside it. Basically, it'll become another member of your squad. Aha. Wie lange war denn dieser Ort hier schon verlassen? Patriarch chased out the last big gang maybe 10 years back. Before that, all kinds of bandits, militias, and cults have lived here since the deluge. Recently, it's been mostly outlaws and refugees. We should check around to see if there are any current occupants. Could be what set off the alarms. Was ist diese Flut? Das Wort haben wir schon öfter gehört. Wirklich? Haben wir das wirklich schon öfter gehört hier? Ich glaube nicht. Around these parts we call the nuclear apocalypse the deluge of fire, because, well, that's what it was. The deluge of fire. Okay. Noah's flood was the deluge of water. The nukes were the deluge of fire. Das haben die deutschen Übersetzer echt wirklich, also die Untertitel geschrieben haben, wirklich nicht gut eingefangen, den ganzen Dialog hier und so weiter. Aber gut.
Weil ich meine, man nennt die Flut in Noahs Geschichte damals schon Sinnflut, aber das macht in dem Kontext gerade nicht wirklich viel Sinn. Es müsste eher die Wasserflut gewesen sein und das wäre jetzt die Feuerflut. Kommt da noch die Erdflut und die Luftflut irgendwann? Oder ist das so eine Art Glaubensgeschichte oder so? Wer weiß. Also, ihr zwei seid also im Endeffekt Spione, die auf uns aufpassen sollen, oder? Let's say liaisons. The Patriarch wants you to succeed. And he knows it's not gonna be easy. You're strangers in a strange land. You don't know the politics. You don't know the personalities. Who hates who? Where the bodies are buried. That's where we come in. We're here to make sure you don't make too many rookie mistakes, step on the wrong toes. And yeah, we're supposed to report back to the Patriarch about how you're doing. But you didn't really expect to be left completely to your own devices, did you? Was war das eigentlich mit dem Alarm und den feindlichen Robotern und so weiter? Was war denn da los? Not sure exactly. We came by a week and a half ago, and it was stone quiet. We were gonna get the place cleaned up before you got here. But then the Dorseys attacked the city, so it got put on the back burner. Something must have triggered the security systems between then and now. Could have been anything. Na gut, dann habe ich erstmal keine Fragen mehr. Okay, what's next? Wen gäbe es denn so für die Ranger zur Auswahl? My advice is to put together a squad with complementary skills. Nobody can be great at everything. So pick recruits who are good at things your current team isn't. And you can always round out your squad with folks you meet along the way. Keep that in mind when you're choosing from the recruits I've rounded up. So. Kann man wirklich insgesamt nur 6 machen? Das wusste ich nicht. Aber gut. Abraxe und Idolem haben wir jetzt schon. Jetzt machen wir uns auf jeden Fall noch 2 zusätzliche Ranger, klar. Damit wir wenigstens das Mindestteam mal vollkriegen. Würde ich sagen. Neuer Rekrut. Da gibt es jetzt schon einen Haufen Vorgefertigter, die wir aber natürlich nicht nehmen. Stattdessen machen wir uns neue. Nehmen wir mal an den nächsten Patreon. Nehmen wir wieder ein paar Patreons aus der Liste. Und nehmen wir mal hier Basti. Auch schon seit langem ein Bischof der Tentakel. Und auch ein großer Unterstützer des Kanals, der aber immer im Hintergrund, im Stillen ist. Oder kenne ich dich unter einem anderen Namen, wenn du das hier siehst, Basti? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall verewigen wir dich hier jetzt auch mal. In diesem Spiel. Basti 152. Get ready. Let's do this shit. Von mir aus, machen wir einen Rebellen. Hintergrund. Oh. Oh. Oh nein, ich hab total vergessen, fällt mir gerade ein, dass wir den Hintergrund bei Idolem, glaube ich, festlegen, ne, bei der Charaktererstellung. Das habe ich komplett übersehen. Ich glaube, die ist jetzt einfach ein Bücherwurm. Aber gut, okay, macht ja auch nichts. 5% mehr Erfahrung kann jeder brauchen. Warum nicht? Ich habe hier schon mal die ganzen Sachen durchgeguckt und die meisten machen gar nicht so viel Sinn. Na, manche sind schon echt ganz nützlich. Aber gut. Ich würde fast sagen, wir nehmen jetzt hier mal Arschkriecher. Auch hier an der Stelle muss ich wieder sagen, das hat nichts mit den Patreons zu tun, die diesen Figuren ihre Namen leihen. Das sind nur, ne, quasi, die Namen werden nur als Ehrung, als Dankeschön genutzt. Aber diese Figuren repräsentieren nicht wirklich die Patreons. Insofern nehmen wir hier nur deswegen kultiviert,
mit Arschkriecher Bonus plus 1, weil ich einen Charakter haben will, der einfach sehr gut arschkriechen kann, weil das in manchen Dialogen sehr wichtig ist. Ein Diplomat, wenn man so will. Und das wäre ziemlich nützlich. Und da wäre es ganz gut, dass wir hier vielleicht schon grundsätzlich kultiviert nehmen. Du bist im richtigen Teil von Los Angeles aufgewachsen. Deine Eltern lehrten dich Kultur, Etikette und vornehmen Geschmack. Mittlerweile hast du dich an das Leben unter den Grobianen gewöhnt und fast all deine kultivierten Gewohnheiten abgelegt. Eine Sache kannst du dir aber nicht abgewöhnen. Wo immer du auch hingehst, du nimmst dir immer etwas Zeit, die Kultur des Ortes kennenzulernen. Das klingt doch nett. Ja, ich meine, theoretisch wäre natürlich schon stahlharter Profi für Idolen besser gewesen, ne? Aber jetzt ist es passiert. 5% mehr Erfahrung ist zum Glück wenigstens was, das jeder brauchen kann. Wäre blöd gewesen, wenn es irgendwas gewesen wäre, das jetzt die Figur so gar nicht brauchen könnte. Aber passt schon. Habe ich wirklich voll übersehen. Ich trottel. Ah. Aussehen machen wir wieder mal zufällig. Hey, warum eigentlich nicht, oder? Ist eh cool. Ich weiß noch gar nicht genau, was für ein Charakter Basti jetzt wird, abgesehen vom Arschkriechen. Jetzt würde mich schon ganz kurz interessieren. Aha, ja, na gut, warum nicht? Ich wollte ihn nur mal ohne Helm sehen. So, passt schon. Startwaffe. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Wir haben schon eine scharfe Klinge, klar. Wir haben schon schwere Waffe. Was gibt es denn noch zur Auswahl? Es gibt sehr viele verschiedene Schlagwaffen, aber ich glaube, ich will gar nicht so viel Nahkämpfer haben. Scharfschütze. Oder? Machen wir Basti zu unserem Scharfschützen. Scharfschützengewehr sind zu langsam und zu schwer, um in Begegnungen zu schießen, um in Bewegung zu schießen. Aber sie haben eine fantastische Reichweite. Nehmen wir. Attribute. Auch da gehe ich vorher mal kurz erst zu den Fertigkeiten. Was brauchen wir jetzt hier? Scharfschützengewehr ist eine eigene Kategorie. Da geben wir auf jeden Fall mal ein paar Punkte. Empfohlene Attribute Intelligenz, Aufmerksamkeit und Glück. Warum darf ich jetzt schon so viele vergeben eigentlich? Sind die schon so hochlevelig oder wie? Intelligenz für höheren kritischen Schaden. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und Achtsamkeit wird noch empfohlen, wegen höherer Trefferchance, ist klar. Stärke, weiß ich nicht, ob man, sollte man vielleicht nicht unterschätzen, ne? Aber kann man theoretisch auch noch nachholen. Aktionspunkte bräuchten wir halt schon auch. Ich glaube, dann bin ich doch eher... Aber Kampfgeschimpfe, es ist wieder schwierig. Ich nehme wieder das Charisma ein bisschen zurück, wie immer, damit wir ein bisschen mehr Aktionspunkte zur Verfügung haben im Kampf. Weil es könnte durchaus theoretisch möglich sein, dass dann so ein Charakter zu wenig Aktionspunkte hat, um seine Waffe, die ich ihm gegeben habe, abzufeuern. Das wäre doof. Das wollen wir nicht. Das würden wir dann doch gerne vermeiden, wenn es geht. Bisschen Kenny von South Park, wegen der Kapuze. Das stimmt. So, Fertigkeiten. Ach so, Quatsch. Ah doch, klar. Was heißt denn da Quatsch? Natürlich müssen wir die Fertigkeiten uns noch raussuchen. Für Sprengstoff machen wir nochmal einen... Das müssen wir uns echt überlegen jetzt. Im Grunde... Attribute, die ich gern noch hätte. Jetzt hätte ich fast gern Zettel und Stift hier. Sind nämlich auf jeden Fall Sprengstoff. Erste Hilfe. Hinterhältiger Scheiß brauchen wir nicht. Verrückter Wissenschaftler ist auch ganz wichtig. Dann... Oh, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Dann hätte ich gerne noch jemanden, der gut mit Rüstungsmods umgehen kann. Jemanden, der gut mit Waffenmods umgehen kann. Ich glaube, wir müssen... Jetzt warte mal, das sind 3, 4, 5, 7 und 8.
Und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, wir müssen den Charakteren, die wir jetzt schon haben, auch nochmal neue Spezialisierungen suchen. Jeder kriegt jetzt, abgesehen von seiner Waffe, 3 Spezialisierungen. Weil auf die anderen NPCs kann ich mich jetzt nicht verlassen. Ich weiß nicht, was die kriegen. Deswegen wäre es gut, wenn unser Kernteam, unsere 4 Ranger, alles wenigstens ein bisschen können. Also, er wird spezialisiert auf Arschkriechen. Auf jeden Fall. Sprengstoff oder Erste Hilfe. Machen wir Erste Hilfe auf jeden Fall. Genau, dann packe ich Nerdkram und Mechanik mit dem Sprengstoffexperten zusammen. Aber dann wäre hier eventuell noch Rüstungsmodifizieren und Waffenmodifizieren fällig. Dann machen wir das so, oder? Gut, dann machen wir das wirklich so. Moment, doch stimmt schon, passt schon. Dann glaube ich, haben wir das Wichtigste abgedeckt. Okay, cool. Machen wir. Wollen wir ihm eine Macke geben? Ich schaue noch gerade von den Werten, ob es irgendwas gibt. Ein Bonus-Fertigkeitspunkt nach 2 Levelaufstiegen. Dafür weniger... Ah ja, genau, das wollte ich dem Sniper sowieso geben. Stimmt, Streber für den Sniper, habe ich mir gedacht, ne? Weniger hält weniger aus und hält auch über die Level hinweg viel weniger aus als alle anderen. Dürfte für einen Sniper nicht so problematisch sein. Aber dafür mehr Fertigkeitspunkte. Das ist ziemlich cool. Dies ist vielleicht die schlechteste Zeit in der Geschichte, ein physikalisch unterentwickeltes Superhirn zu sein. Aber Wissen wird immer Macht sein. Na dann, machen wir unseren Sniper Basti zum Streber. Okay, fertig. Sehr gut. Get ready. Get. Oh, are we going? Damn! Enemies alerted. Machen wir noch eine eiskalte Killerin. Mal schauen, welchen Namen zu Ehren die tragen wird. Fallen Crusader. Fallen Crusader ist auch schon seit langer Zeit ein Unterstützer des Kanals und auch schon ein Großsupporter über viele Monate hinweg. Ich weiß nicht, ob der ganze Name reinpasst. Versuchen wir es mal. Ups, ups. Wie schreibt man den Gruß hier? Ah, hier. Scheint zu funktionieren. Ich habe gerade entdeckt, man kann anscheinend sogar die Standard-Xbox-Emojis benutzen. Finde ich irgendwie cool. Wenn ich das gewusst hätte, hätte jeder noch seinen eigenen Emoji gekriegt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich... Ah, hier. Dann hätte ich bei jedem... Wird er auch im Spiel? Ich muss das schnell testen. Ich mache jetzt hier einfach so eine Ninja-Katze hin. Nein, die wird im Spiel gar nicht angezeigt. Na dann, okay. So. Hintergrund. Jetzt müssen wir gucken, welche Art von Charakter wird Fallen Crusader. Was brauchen wir noch? Also, Mechaniker auf jeden Fall, mechanisch begabt. Sprengstoff, stimmt. Sprengstoff und Mechanik. Schauen wir mal, was wir da finden. Explosionsschaden.
Explosionsschaden wäre auf jeden Fall sinnvoll, ne? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich. Es kann halt niemand handeln von unseren Leuten. Aber das ist so eine Fähigkeit, die finde ich nicht ganz so wichtig. Da kriegen wir vielleicht mal einen guten Händler von den Story-Charakteren. Explosionsschaden, machen wir das, Bombenliebhaber. Seien wir ehrlich, du bist bei den Rangers, weil du auf Bomben stehst. Wenn ein anderes Team schwerere Geschütze hätte, wärst du bei denen. Aber die Ranger geben dir Sprengstoff und Ziele zum Hochjagen. Also hast du nichts zu meckern. Außerdem brüllen so viel, was außerdem brüllen sie viel, was gut ist, denn du hörst nicht mehr so gut. Sehr gut. Oh ja, stimmt, verrückter Wissenschaftler habe ich ganz vergessen. Dann muss Fallen Crusader auch gleichzeitig noch unsere verrückte Wissenschaftlerin werden. Ja, das kriegen wir schon hin. Oder? Doch, machen wir. Zufälliges Aussehen. Das ist ein bisschen crazy. Ich drück nochmal. Die Maske sieht fast ein bisschen eklig aus. So ein bisschen wie eine radioaktiv mutierte Sandleute-Maske aus Star Wars. Ich will ganz kurz ohne Helm sehen. Okay. Warum nicht? Wo ist denn? Jetzt muss ich die radioaktiv mutierte Sandleute-Maske wieder finden. Hier. Weil eigentlich ist die ganz cool. Ja, komm, wie gesagt, dadurch, dass sich das Aussehen dann sowieso auch verändert. Startwaffe. Das ist jetzt die Frage. Entweder eine Pumpgun oder aber vielleicht doch ein Sturmgewehr. Würde ich fast sagen. Vielleicht einfach ganz normal Standard-Sturmgewehr. Oder? Einfach nur so ein Sturmgewehr. Warum nicht? Warum ist denn bei Aussehen kein Häkchen da eigentlich? Ach, weil ich noch kein Porträt gewählt habe. Natürlich. So. Ah ja, ich gehe auch hier erstmal wieder zu den Fähigkeiten. Weil, ehrlich gesagt, kann es sein, dass so ein Raketenwerfer, der zählt als Sprengstoff, oder? Ich glaube schon. Ermöglicht dir, mit Sprengstoff mehr Schaden anzurichten, Bomben zu entschärfen und zu vermeiden, dass du deine Finger verlierst, wenn doch mal eine hochgeht. Explosionsresistent, Explosionsschaden. Aber ich glaube, bei dem Raketenwerfer, den wir schon haben, steht ziemlich sicher Sprengstoff mit dabei. Jetzt überlege ich ehrlich gesagt, ob wir Fallen Crusader vielleicht gar nicht auf irgendeine Waffe spezialisieren. Weil ich meine, sie kann ja dann trotzdem mit einem Gewehr rumschießen. Das wäre nicht das Problem. Ist halt nur nicht so gut, wie jemand, der darauf spezialisiert ist. Aber, wir sprengen Sachen in die Luft, wer braucht da ein Gewehr? Also ich markiere die nur mal mit einem Punkt. Erste Hilfe haben wir jetzt jemanden. Steht zum Glück sogar immer mit dabei, was ich sehr clever finde. Wenn ich jetzt hier auf Tierflüsterer gehe, sehe ich hier Abraxe, Level 2 Tierflüsterer, brauchen wir nicht mehr. Das ist cool, oder? So, erste Hilfe brauchen wir nicht mehr. Hinterhältig habe ich gesagt, wollen wir nicht verrückter Wissenschaftler, ganz wichtig. Ganz genau, weil sie wird dann quasi mit Sprengstoff und verrückten Wissenschaftlerwaffen rumschießen. Außerdem muss sie Nerdkram beherrschen und die Mechanik. Toaster reparieren kann schon jemand. Überleben muss niemand. Niemand muss überleben hier. Wir sind ja nicht zum Überleben. Tauschhandel kann halt jetzt auch keiner. Führung. Genau. Jemanden, der Führung hat, könnte man vielleicht auch brauchen. Inspiriert Verbündete in der Nähe und gewährt dir Fähigkeiten, mit denen du das Schlachtfeld kontrollieren kannst. Verbündete in der Nähe halten plus 1% Trefferchance, Schaden. Ich meine, das ist eigentlich nett, aber wisst ihr was? Wir haben einfach niemanden mit Führungsfähigkeiten. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Fähigkeiten. Ja, okay. Theoretisch
könnte man da zur Not sogar wirklich noch einen nehmen. Vielleicht doch noch einen Tauschhändler, damit wir reich werden. Dadurch wird alles billiger und wir kriegen mehr Geld fürs Verkaufen. Aber andererseits, das überlassen wir vielleicht einem NPC, oder? Keine Ahnung. Dann spezialisieren wir jetzt sie auf die vier Sachen, die sie hat und fertig. Mach ich gleich noch mehr verrückte Wissenschaftlerin und mehr... mehr Nerdkram vielleicht, dass wir mehr hacken können. Okay, mach ich. Cool, cool. Gute Nacht, Okluro. Mach's gut. Schlaf gut. So. Ach so, wartet mal. Stimmt. Dadurch, dass wir jetzt gar nicht auf Waffen spezialisiert haben, haben wir auch keine Empfehlung bekommen, was wir am besten leveln. Aber theoretisch... weiß ich jetzt... ne, ich weiß auch nicht. Eben, Charisma ist nur wichtig, wenn man Anführer hat und für Missionsbelohnungen. Aber da jetzt niemand von uns ein guter Anführer ist, die Anführer sind alle gestorben, brauchen wir eigentlich auch niemand mit Charisma. Stärke braucht jeder ein bisschen, glaube ich. Geschwindigkeit ist immer gut, Intelligenz sollte man schon auch nicht ganz unterschätzen. Glück kann man von mir ein bisschen unterschätzen. Also jeder braucht Aktionspunkte, jeder braucht eine hohe Trefferchance und jeder braucht ein bisschen Geschwindigkeit. Aber warte mal, wer ist denn jetzt der Sanitäter? Wer kann denn heilen? Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich schon irgendwen mit Erste Hilfe überhaupt habe. Das wäre doof. Ah doch, Basti. Basti kann Erste Hilfe. Okay, dann ist schon gut. Weil dann könnte Basti auch in Zukunft noch mehr Intelligenz brauchen. Oder? Nee, aber Intelligenz kann man schon, ist schon gut. Intelligenz ist gut. Machen wir noch ein bisschen... so. Immer gut. So, hä? Warum habe ich denn noch einen Punkt übrig? Okay, wisst ihr was? Irgendwie, ich nehme doch. Ich mach's doch. Spezialisieren wir hier Fallen Crusader noch auf Führung ein bisschen. Weil ehrlich gesagt, Achtsamkeit, ich bin mir halt nicht sicher, wie die Trefferchance sich auf Sprengstoff und Raketenwerfer und Granaten und sowas überhaupt auswirkt. Ich glaube, dafür brauchen wir eigentlich überhaupt keine Achtsamkeit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dafür gibt's Charisma. Ohne Ende. Somit ist sie jetzt unsere Anführerin. Ja, so machen wir es jetzt. Moment, minus 1 verbleibende Punkte? Ach so, ich habe wahrscheinlich durch irgendwas anderes... hey, kann ich das jetzt, kann ich das so beibehalten? Nee, das geht nicht. Habe ich mir schon gedacht. Na gut, dann machen wir halt von mir aus verrückter Wissenschaftler nochmal auf 2 runter. Dann passt es auch wieder. So, schauen wir mal, ob wir noch eine Macke uns aussuchen. Kampfgeschwindigkeit, kann keine Panzerung tragen. Nee, das wäre auch für den Scharfschützen gut gewesen. Haben wir das für den Scharfschützen genommen? Ich meine, ist egal. Finden wir schon irgendwann mal raus. Keine Bücher lesen haben wir schon. Einsamer Wolf brauchen wir nicht für den Anführer. Die sollte immer nah an allen anderen dran sein. Ah, das haben wir für den Sniper genommen. Ja, das macht auch sehr viel Sinn für den Sniper. Ist wahrscheinlich langfristig sogar das Bessere. Ah ja, genau. Natürlich Pyromane, oder? Das war von Anfang an der Plan. Das nehmen wir.
15%ige Chance, sich bei der Verwendung von Sprengstoff in Brand zu setzen. Dafür 25% mehr Explosionsschaden. Das ist halt echt ein bisschen blöd. Heißt das dann auch bei jedem Granatenwurf, kann ich mich theoretisch selber in Brand setzen? Wir werden es rausfinden. Los geht's. So, jetzt könnten wir noch mehr Ranger bauen, aber aktuell ist das gar nicht notwendig und machen wir jetzt auch nicht. Listen, I can get you all the fighting troops you need. But if you meet any talented people in your travels, don't hesitate to sign them up. Now that we've got that sorted, let's talk about the next steps. Now you're the boss here, so I'm not going to tell you what to do, but getting this place up and running wouldn't be a bad place to start. That means surveying the base and finding specialists to staff it. Genau, das sind jetzt im Grunde unsere ersten Missionen, unsere ersten Nebenmissionen. Personal für unsere Basis finden, einen guten Arzt, Gefängniswärter, Mechaniker, glaube ich auch, keine Ahnung, und so weiter. Na gut, aber unsere Basis erstmal erforschen klingt natürlich auch mal ziemlich gut. Perfect. That'll give you a chance to see if any of the junk around here is worth keeping. Before, after Oops. That, you might want to give Sheriff Daisy a hand. If you impress her, maybe she'll hook you up with some specialist for the base. Ah ja, Sheriff Daisy helfen, verstanden. Anyway, your call. Colorado Springs is straight out the main gate. If you want to go to Denver or Aspen, just hop back in your car and go out the way you came in. Okay, danke für die Infos. One sec. Forgive me for saying so, but I'm guessing you folks are gonna need as much help in the field as you will here in HQ. So, what if I joined your squad? At least until you find your feet. Was hast du denn so zu bieten? Well, I know this city like the back of my hand. And this city knows me. My time in the Marshals means I've got connections and trusted informants everywhere. Ich befürchte, unser gesamter Trupp ist zu einem Supermutanten gemorpht. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir 8 Arme und sind ein amorpher Blob von verklebten Körperteilen. Cool. Plus, I'm a sure shot and a decent scrapper. And, though it hurts my civic pride to say it, there are places around here where those things might come in handy. Ja klar, warum nicht? Komm mit, wir können deine Hilfe gebrauchen. Great, I'm at your disposal. Lead the way. Cool. Marshal Knoe, neuer Begleiter. Oder Won, eher Quan. Du hast deinen ersten Begleiter rekrutiert. Begleiter sind einzigartige Truppenmitglieder. Im Gegensatz zu dem von dir erstellten Rangern sind Begleiter vorgefertigte Charaktere, die ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigenen Pläne haben. Wenn du sie verärgerst, lassen sie dich im Stich. Du kannst bis zu 6 Charaktere in deinem Trupp haben, bis zu 4 von ihnen können Ranger-Rekruten sein, sodass mindestens 2 Plätze für Begleiter frei bleiben. Es spricht nichts dagegen, sie mitzunehmen, wenn du dir ihre Loyalität sicher sein kannst. Und da gibt es noch den Tierbegleiter, aber das ist nochmal ganz was anderes. Entknotet euch, meine Begleiter. Entknotet euch. So, jetzt sind wir viele. Ein wunderschöner Trupp. Rangers, good to see you. Okay, auf Wiedersehen. Bei dem kann man im Grunde alles verwalten. So Leute, ich muss mal ganz kurz eine Pinkelpause einlegen. In 5 Minuten, wahrscheinlich nicht mal, geht's gleich weiter. Hier, live und direkt. Bis gleich.